Tausend Projekte, tausend Gedanken, tausend Welten, selten das Bestand hat und man etwas behält, wenn alles so schwer zu priorisieren. Und so schreitet man weiter, um nicht den Halt zu verlieren. Und der Strom erzieht, er stützt, er führt uns. Tausend Bilder pro Sekunde und keines davon berührt uns. Was ist gut, was ist sinnvoll? Man scheint essen zum Besten. Wir sind der eigene Chef und die Moral kommt aus Selbstbarkeit. Ein bisschen Glaube hier, ein bisschen Wissenschaft da. Selbstbestimmt, doch getrimmt erkennen wir nicht die Gefahr, dass wir ohne zur Ruhe zu kommen uns nur treiben lassen. Und so reißt der Strom uns mit und spült uns weg mit dem Massen. Denn der Strom fließt und er reißt jeden mit sich. Er sagt dir das, das, schön, das, gut oder witzig. Und alles schießt an dir vorbei und weh dem, der sich nicht bewegt und sich fragt, ist es gut oder schlecht, wie jeder in dem Strom lebt. Rückt alles, was man tun wollte, bisher, weil man erkennt, dass man ruhen sollte und stattdessen mehr danach schaut, wohin man sich bewegt, wo man baut sein Haus und seinen Garten anlegt. Dennoch bleibt kein Platz für persönliche Entfaltung, Gestaltung deines Gedankengebäudes und deine Haltung zu den entscheidenden Fragen des Lebens. Vergebens danach zu fragen, denn sowas gilt es daneben. Und ich sag dir nur ein Beben und alles fällt in sich zusammen. Nur noch eine plane Ebene bleibt. Genauso kamen schon viele zu Fall. Überall auf der Welt, mit Opfern den Tausenden. Ein Jammer, dass man sie nicht zählt. Aber was genau drückt dieses Beispiel hier aus? Mit dem Beben und den Opfern und dem Gedanken aus. Ganz einfach das tägliche Pendschlemme. Heiraten, trennen, rennen, wie wenn es was umsonst gäbe, ohne das Ziel zu kennen oder benennen zu können. Warum der Strom dies tut, doch er fließt bergab. Darum ist es besser, du siehst zu, dass du nach dem nächsten Ast greifst und dich nicht darauf stützt, dass du gut bezahlt bist, weil dir das da nichts mehr nützt, wenn deine Frau dich verlässt. Und du die Pest hast und prompt die Wirtschaftskrise kommt und dein Job erfasst. Und du nicht mehr passt in deine eigene heile Welt, wenn Geld nichts mehr zählt und der Hunger dich quält. Und der Held, der dir gestern im Spiegel gegenüberstand, dich zusammenbricht, weil sich kein Bestand in seinem Leben fange. Der hektische Schritt öffnet dir ein bisschen mehr das Tor in den Strom. Also sieh dich besser vor, denn der Strom fließt und er reißt jeden mit sich. Er sagt dir das, das, schön, das, gut oder witzig. Und alles schießt an dir vorbei und weh dem, der sich nicht bewegt und sich fragt, ist es gut oder schlecht, wie jeder in dem Strom lebt. Doch wir sind unterwegs, wir stehen niemals still, die Masse zwingt uns zu gehen. Es zählt nicht, was ich will, kaum einer kennt noch die Stille mit den tausend Stimmen, in denen die Brennstäbe uns Gehirns immer noch nachglimmen, in denen man vielleicht doch eine Stimme vernimmt, nicht grad die stärkste, mehr so wie das Säusen vom Wind. Es beginnt in der Theorie und wir merken, da ist das vielleicht die Sehnsucht nach dem, was du schon lange vermisst. Ah, vergiss das jetzt mal mit dem Ach, lass den reden, ist doch bloß heiße Luft, komm, lass uns gehen. Von wegen, das ist es doch nicht, worum es mir hier geht, aufzutreten als Rap-Prophet mit Fertigpaket. Nein, ich möchte einladen, einander wie Pagentaschen zutragen auf Passagen, die uns führen neue Etagen. Es geht mir um das Fragenstellen, ausklicken aus dem Strom, ein kleines Zeichen, wenn es nicht gibt. Reicht oft schon, aber trifft die Entscheidung gleich, rote oder blaue Pille, Augen-OP oder rosa-rote Brille. Aber hey, ich chill ja auch mal ganz weltlich vor der Glotze mit nem Rad an. Ich glaub, Welt bewegen mir so ne Henne, kein Adler im Glauben. Trotzdem bin ich mir ganz sicher auf Gottes Verlass. Und dass, wenn ich ihm folge, nicht das Geringste verpasst. Und lass ich mich darauf ein, hab ich den übelsten Schiss, weil das hier, wo wir leben, nicht gerade der Standard ist. Dennoch sei gewiss, der Chef kennt unsere Fragen und Klagen, unser Versagen, mit dem wir uns umzuschlagen haben. Unser Gewissen plagt uns hier und von da kommen Erwartungen der Menschen um uns herum. Das alles ist mehr als Beratung, wir merken nur ständig dieses Friss oder stirb immer, wenn das Mobbing-Opfer des Monats Neugier der wird und du nicht mitziehst, heißt es nur, okay, du hast die Wahl. Also stell dich besser tot oder du hast die Qual, denn der Strom fließt und er reißt jeden mit sich. Er sagt dir das, das, schön, das, gut oder witzig und alles schießt an dir vorbei und weh dem, der sich nicht bewegt und sich fragt, ist es gut oder schlecht, wie jeder in dem Strom lebt. Da
darum rate ich dir, war auf Gott, wag zu glauben, dreh den Masterregler auf, fang an die Regler runterzuschrauben. Dieses Radio Garbage in unsere Ohren jagen nonstop. Atme tief ein und fang an zu fragen und lass dir nicht sagen, es wäre nicht drin, auf dem Wasser zu gehen, mitten im Strom zu stehen. Der Sinn des Lebens ist nicht Hobby, sondern Basis, mein Freund. Und bevor dir jemand sagt, was der Strom dazu meint, lass den Strom fließen und sag, meine Basis behalte ich. Denn wenn weiter sei das Leben, nutze ich hier mal gewaltig. Und wenn dann alles an dir vorbeischießt, sei gelassen. Denn das machen die Massen, also weil sie den Master nicht kennen. Lass den Strom fließen und sag, meine Basis behalte ich. Denn wenn weiter sei das Leben, nutze ich hier mal gewaltig. Und wenn dann alles an dir vorbeischießt, sei gelassen, denn das machen die Massen halt so, weil sie den Master nicht kennen.